Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Daniel und es geht weiter mit den Missionen Stufe 7 hier bei Gran Turismo Sport. Yo, die Stufe 7, eine sehr, sehr interessante und spannende Stufe. Da erkläre ich euch viele hilfreiche Tipps und Tricks mit Fahrzeugeinstellung und etc. Da könnt ihr gespannt sein, was euch erwartet hier bei den Missionen Meister des Nürburgrings. Genau, Meister des Nürburgrings bei Gran Turismo Sport, Missionsstufe 7. Starten wir los. Ich fange an mit der ersten Mission. Ich habe hier ein Fahrzeug genommen, ein Audi. Das bei diesen Missionen ist es sehr, sehr interessant. Ihr könnt in den Garagen, könnt ihr euch aussuchen, welches Fahrzeug ihr nehmen möchtet. Der Gruppe 3. Genau. Ihr entscheidet, egal welches Fahrzeug, es muss aber ein Fahrzeug der Gruppe 3 sein. Dann könnt ihr auswählen, dieses Fahrzeug möchte ich nehmen. Also bei allen 8 Missionen bei Stufe 7 könnt ihr jedes Mal Garagenfahrzeuge auswählen. Vielleicht habt ihr ja ein Lieblingsfahrzeug der Gruppe 3. Egal welches Fahrzeug, dann könnt ihr bei jeder Mission dieses Fahrzeug nehmen. Ich habe hier jede Mission immer ein anderes Fahrzeug genommen, aber das könnt ihr selber entscheiden, wie ihr möchtet. Ja, auf jeden Fall, bei der ersten Mission, da ist es mit den Fahrzeugeinstellungen noch nicht so wichtig, da wird es später im Video noch viel, viel interessanter, da müsst ihr auf jeden Fall Fahrzeugeinstellungen vornehmen und die werde ich euch ganz genau zeigen und erklären, aber dazu später mehr im Video. Hier bei dieser ersten Mission braucht ihr eine Zeit von 1,24 genau, um die Goldmedaille zu erreichen. Da müsst ihr nur gut in den Kurven sein und hier und da bremsen. Das ist hier noch nicht so spannend. Später wird es viel, viel spannender. Da kann ich euch in jeder Kurve erklären, wo ihr bremst, Gas gebt. Das ist viel, viel geiler dann. Später noch. Jo, und die zweite Mission. Hier braucht ihr eine Zeit von 1,29,5 für die Goldmedaille. Ich fahre hier die Traktion auf 0. Hier nur ein bisschen Gas wegnehmen. Auf gar keinen Fall bremsen in dieser Kurve. Vollgas. Hier wieder hoch auf 2 stellen. Für die Leute, die nicht mit 0 fahren, zeige ich euch diesen Trick. Hier in dieser Kurve auf 2. Jetzt kommt die Gerade. Da könnt ihr wieder auf 0 stellen. Weil wenn ihr geradeaus fährt, kein Problem. Die Karre rutscht euch nur weg bei 0. Wenn ihr zu viel Gas gebt in den Kurven. Deswegen könnt ihr jetzt wieder auf 2 stellen. Hier, weil jetzt kommen wieder Kurven. Hier dieses Fahrzeug wieder überholen. Und auf jeden Fall bei Stufe 7, alle 8 Missionen, ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ihr dürft kein Fahrzeug hinten drauf brettern. Oder irgendwie in die Leitplanken, hier in die Mauern, irgendwie reinfahren. Dann seid ihr sofort disqualifiziert. Ihr habt die Mission nicht geschafft und könnt dann nochmal von vorne ankommen. Von vorne ankommen. Nein. Dann müsst ihr leider wieder von vorne anfangen. Aber ihr seht hier, in manchen Missionen, man kann das Fahrzeug so ein bisschen an die Seite berühren manchmal, um besser um die Kurven zu kommen. Jedenfalls nicht hinten drauf brettern. Dann seid ihr disqualifiziert. Ja, und da haben wir schon die zweite Mission hier fertig. Auch eine sehr, sehr coole Mission mit diesen Nissan hier. Auf jeden Fall ein cooles Fahrzeug. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Die nächste Mission, Mission Nummer 3 von Stufe 7. Diesmal habe ich mir für den Ferrari entschieden. Auch ein sehr, sehr cooles Fahrzeug der Gruppe 3. Also jedes Fahrzeug hat die Gruppe 3. Habe ich ja schon erklärt. Könnt ihr euch in der Garage aussuchen. Hier auf jeden Fall Vollgas. Hier immer diese Strecke. Da könnt ihr richtig heizen mit dieser geilen Ferrari hier. Mega coole Karre. Ihr braucht nur 1 Minute und 10 Sekunden für diese Mission. Hier schön, auch hier braucht ihr gar nicht großartig bremsen. Einfach nur ein bisschen vom Gas. Jetzt hier auf jeden Fall in der Kurve müsst ihr vorher bremsen. Sonst pfeffert ihr da raus. Aber das merkt er dann schon von ganz alleine. Auf jeden Fall die Mission hier, Stufe 7, Meister des Nürburgring. Auch auf jeden Fall sehr, sehr gut, um hier
zu üben, sag ich mal, um hier in den Nürburgring besser zu werden. Diese Mission dient auf jeden Fall als sehr gutes Training für den Nürburgring. Also kann ich auf jeden Fall jeden Gamer hier, jeden Zocker ans Herz legen. Diese Mission echt mega geil hier bei Gran Turismo Sport. Macht eine Menge Spaß, auf jeden Fall. Jo, eine gute Zeit, auf jeden Fall ausreichend hier für Goldmedaille. Jo, dann starten wir weiter mit Mission Nummer 4. Ja, die Mission Nummer 4. Diesmal habe ich mich für ein BMW entschieden. Hier bei dieser Mission auf jeden Fall dieses erste Fahrzeug gleich hier am Anfang überholen. Hier wieder versuchen, nicht raufzufahren. Hier dieses zweite Fahrzeug gleich überholen. Diese Kurve bremsen, hier vorsichtig hinter diesem Fahrzeug. Auf jeden Fall bei dieser Mission ganz, ganz wichtig. Ihr müsst immer so schnell wie möglich versuchen, die Fahrzeuge überholen. Nicht großartig da lange hinterherfahren, sonst schafft ihr das nicht. Und wenn ihr zum Beispiel ein Fahrzeug mal überholen müsst und dafür hier kurz so auf hier, das zeige ich euch gleich mal hier, zack, hier so ein Stück hier darüber, das ist dann auch egal. Hauptsache ihr vergeudet da keine kostbare Zeit, wenn ihr da ewig irgendwelchen Fahrzeugen hinterherfährt, weil die 1 Minute und 5 Sekunden ist schon eine super Zeit für die Goldmedaille. Da müsst ihr auf jeden Fall rucki-zucki immer die Fahrzeuge überholen. Da vorne ist die Ziellinie. Yo, das haben wir auch geschafft. Auch eine super Zeit, nicht verkehrt. So solltet ihr fahren, dann schafft ihr das. Auf jeden Fall, ich hoffe es doch, hier bei Gran Turismo Sport. Dann starten wir auch jetzt schon weiter zur Mission Nummer 5 sind wir schon. Da habe ich mir diesmal für ein Lambo Genie entschieden. Hier auf dieser Gran, auch bei dieser Mission, würde ich in den Fahrzeugeinstellungen noch nichts verändern. Bei der nächsten Mission, da geht es dann los mit den Fahrzeugeinstellungen. Da könnt ihr gespannt sein. Ja, hier müsst ihr auch in dieser Mission, könnt ihr richtig heizen. In diesem Abschnitt hier auf dieser Strecke könnt ihr richtig Gas geben und richtig schön heizen. Aber immer wieder drauf achten, keine Fahrzeuge berühren, also kurz an die Seite, das geht manchmal, aber wenn ihr komplett hinten drauf pfeffert, dann ist die Mission fehlgeschlagen und ihr müsst nochmal von vorne anfangen. Hier in dieser Gran könnt ihr auch richtig brettern, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Strecke hier, auf jeden Fall macht eine Menge Spaß hier. Nürburgringmeister, yo, geile Strecke. Hier auf jeden Fall, da müsst ihr richtig im Anker gehen. In dieser Kurve müsst ihr richtig gut abbremsen und dann wieder schön rum und raus beschleunigen. Immer hier schön am Ende nochmal den Windschatten kurz mitgenommen. Da könnt ihr noch ein paar Hundertstel gut machen im Windschatten. Auch ganz, ganz wichtig. Yo, und jetzt wird's interessanter bei Mission Nummer 6. Die Fahrzeugeinstellung. Hier würde ich euch empfehlen. Da seht ihr Getriebe. Dann geht ihr auf voll angepasstes Getriebe und hier steht zum Beispiel bei diesem Fahrzeug 290. Ihr stellt es runter auf 220. Das bedeutet, ihr habt nicht so eine hohe Endgeschwindigkeit. Das braucht ihr für diese Mission nicht. Aber bessere Beschleunigung, also egal welches Fahrzeug, 220 oder vielleicht 230 könnt ihr auch noch nehmen. Jo, dann starten wir hier diese Mission. Diesmal habe ich mich für den VW Beetle entschieden. Wir fahren hier auch wieder mit Traktion auf 0. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, damit ihr für die Leute, die es nicht auf 0 fahren, versucht es mal, ein bisschen weniger Gas in den Kurven zu geben und einfach mal zu probieren, zu testen, wie das Fahrzeug sich verhält. Ihr merkt ja dann, wann es wegrutscht oder nicht. Aber auf jeden Fall, ich empfehle für diese Mission diese Fahrzeugeinstellung und Traktionsstufe auf 0. Ihr braucht hier für diese Mission für Gold 1 Minute und 8 Sekunden. Und dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Fahrzeuge, die ihr hier überholen müsst, gar nicht zu lange hinterher tuckern hier. Also ihr müsst immer so schnell wie möglich schon dann überholen. Hier, zack, da sieht ihr, das kostet immer kostbare Zeit. Und wenn ihr da kurz hier, da irgendwie da, oh, egal, ob sei, kommt vorbei, ja, aber nicht so lange da hinterher tuckern.
das kostet Zeit. Jo, und da haben wir es auch schon fertig. Geile Mission. So könnt ihr auf jeden Fall, denkt dran an die Fahrzeugeinstellung. Ganz, ganz wichtig bei diesen Missionen. Welches Fahrzeug ihr da nimmt, ist egal. Aber achtet bitte auf die Fahrzeugeinstellung bei Missionsstufe 6 hier. Ja, und hier will ich euch kurz nochmal was zeigen, wie man zum Beispiel hier tunen kann. Da könnt ihr das Level hochsteigen in den KW. Wir sind jetzt Stufe 1 hier, okay. Da wieder okay, Stufe 3, denn beim Gewicht könnt ihr auch bis Stufe 3. Ihr bezahlt da mit diesen Meilen. Also wenn ihr fährt, da habt ihr garantiert genug Meilen. Nur mal nebenbei so am Rande, so könnt ihr eure Audio tunen. Jo, dann starten wir weiter mit Mission Nummer 7. Da würde ich euch empfehlen, die Fahrzeugeinstellung auf 250 zu machen. Genau, 250. Ich habe mir diesmal für diese Corvette entschieden. Auch ein sehr, sehr cooles Fahrzeug. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut hier im Gran Turismo Sport. Hier braucht ihr, wie ihr da oben erkennen könnt, nur 53 Sekunden für die Goldmedaille. Hier würde ich euch auch wieder empfehlen, mit der Traktion auf 0 zu fahren. Weil wenn ihr zum Beispiel hier auf 2, dann verbraucht ihr kostbare Zeit in der Beschleunigung. 3, 4, 5 und so ein Blödsinn würde ich, also das könnt ihr komplett vergessen, das braucht ihr, da braucht ihr gar nicht mitfahren. Es ist zwar nicht unmöglich, trotzdem Gold zu schaffen, aber wenn ihr wirklich die Traktionskontrolle benutzen wollt, dann nicht mehr wie Stufe 2. Nicht mehr. Also 3, 4, 5 auf gar keinen Fall. Das müsst ihr aber im Endeffekt selber entscheiden. Nur als Tipp von mir, nur Stufe 2. Aber hier mit 0 könnt ihr natürlich das viel, viel besser und einfacher schaffen. Aber noch viel, viel wichtiger ist natürlich die Fahrzeugeinstellung. Hier mit diese 250 hier in diesem Fall, was ich euch gezeigt habe. Ja, liebe Leute, jetzt haben wir alles auf Gold hier, außer Mission Nummer 8. Dann fangen wir mal an. Dafür empfehle ich euch dieses Fahrzeug der Gruppe 3. Da seht ihr, die ganzen Fahrzeuge habe ich. Wenn ihr dieses Fahrzeug habt, empfehle ich euch dieses Fahrzeug. Und diese Fahrzeugeinstellung geht wieder auf voll angepasstes Getriebe. Und hier 290. Das ist ganz, ganz wichtig. Stellt das auf 290 und lasst das bitte auch so. Sonst schafft ihr das nicht. Ihr habt denn zu wenig Endgeschwindigkeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hier auch wieder die Traktionskontrolle. Bitte, wenn, also als Tipp, auf 0 stellen. Wenn es gar nicht geht, höchstens auf 2, aber auf gar keinen Fall auf mehr. So, dann ganz, ganz wichtig, hier die erste Kurve müsst ihr schon versuchen, so gut wie möglich hier um die Kurve zu heizen. Ja, und ganz, ganz wichtig bei der letzten Mission, auf den Windschatten achten. Hier immer schön in den Windschatten rein, aber auf gar keinen Fall hinten raufbrettern, weil dann seid ihr disqualifiziert und müsst nochmal von vorne anfangen. Hier wieder schön in den Windschatten von diesem grünen Ferrari. Den könnt ihr mit diesem Honda problemlos überholen. Es gibt auch sehr, sehr viele andere Fahrzeuge. Da schafft ihr es nicht. Aber mit diesem Honda, mein Tipp von mir, hier seht ihr 290. Da schaffen wir 290. Deswegen auch wichtig, die Fahrzeugeinstellung auf 290 zu machen. Ganz, ganz wichtig. Also, wenn ihr diese Mission schaffen wollt, als Tipp von mir, dieses Fahrzeug und Fahrzeugeinstellung auf 290. Dann sollte es doch klappen, hier bei Gran Turismo Sport die Mission Nummer 7 auch alles auf Gold zu machen. Ja, und da haben wir eine super Zeit. Ja, gefällt mir sehr gut. Die Zeit passt so. Auf jeden Fall ausreichend hier für die Goldmedaille. Ja, auf jeden Fall hier Meister des Nürburgrings. Echt geil geworden. Und wenn ihr bei der Mission Stufe 7 alles auf Gold schafft, dann bekommt ihr auch noch eine Trophäe, der wahre Sektorenmeister, heißt diese Trophäe, die erhaltet ihr denn hier, wenn ihr, wie gesagt, alles auf Gold macht bei der Missionsstufe 7. Ja, und es gibt natürlich, wenn man Missionsstufe 7 abgeschlossen hat, auch wieder ein Fahrzeug zu gewinnen. Da bin ich ja schon mal gespannt, was es diesmal sein wird.
Na, dann schauen wir mal. Ja, super. Ein McLaren, echt coole Karre. Yo, das hat sich doch gelohnt hier für dieses mega geile Auto. Ja, auf jeden Fall hat es eine Menge Spaß gemacht. Hier die Stufe 7 bei den Missionen. Hier Meister des Nürburgrings. Ja, echt eine Menge Spaß. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, dieses super coole Video. Hier seht ihr Mission Stufe 7, alles auf Gold. Und ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren und einen Daumen hoch hier für dieses Video. Ich habe hier diesen ganzen Missionen, habe ich auch hochgeladen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Mission Stufe 8. Jo, und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit Gran Turismo und ich sag mal ciao bis dahin und gebt Vollgas hier bei Gran Turismo Sport. Bis zum nächsten Mal. Daniel verabschiedet sich hier. Macht's gut. Tschüssi.